hoffentlich sogar. Bitte, setzen Sie sich. Bedienen Sie sich. Werden wir verzeihen, wenn ich nicht speise? Es ist schon spät. Ich habe bereits gekocht. Ihr Englisch ist ausgezeichnet, Herr Graf. Schloss verfügt über eine große englischsprachige Bibliothek, in der ich mich auf mein Londoner Abenteuer vorbereitet habe. Bitte. Vielen Dank. Ich habe die Verträge und Urkunden für Ihren neuen Besitz mitgebracht. Ich hoffe, er ist nicht zu neu. Nein, in der Tat, es ist ein altes Haus auf einem großen Grundstück. In der Nachbarschaft befindet sich ein Krankenhaus, eine private Anstalt für Geisteskranke, die allerdings ein gutes Stück entfernt ist. Ich hoffe, Ihre Anreise war nicht zu mühsam. Nein. Allerdings schien ein jeder mich davon abhalten zu wollen, meine Reise hierhin fortzusetzen. Sie wissen doch, mein Volk ist sehr abergläubisch. Und das Schloss ist so abgelegen. Ja, ich muss wohl sagen, London wird eine merkliche Veränderung für Sie darstellen. Das hoffe ich. Kennen Sie jemanden in England? Ich kenne Sie. Und ich habe gewisse Kontakte geknüpft. Pennsylvania ist nicht England. Unsere Art ist nicht die Ihre. Sehr freundlich. Sagten Sie nicht, Ihr Personal sei um diese Zeit nicht mehr verfügbar? Ja. Das ist doch bestimmt. Meine Verlobte, Mina Murray. Junger Mann, Sie können sich glücklich schätzen. Das kann ich in der Tat, Sir. Sie ist nicht nur schön, sie ist intelligent, charakterstark und so wie unberührter Schnee.
sie scheint mir von gutem Blute. Ja, sie entstammt einer Familie herausragender Akademiker. Und so jung, junger Mann, ich beneide Sie. Die Kinder der Nacht. Räumen Sie wohl. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das könnte das Kind auch in Grönland stehen, so starr wie ein See aus Weiß. Alle Fremden spenden Trost ein Bild. Die Augen strahlen und du lächelst mit. Wie gut, dass ich um dich weiß. Ich schaue übers Meer, doch mein Blick ist verschleiert. Du fehlst mir so sehr. Glühendes Abendrot über Whitby Meer. Weißt du, we'll be right back.
Moment schnappt ihr etwas Seeluft. Auf einem Landsitz bei ihrer Freundin Lucy Westenra. Sie haben sich geschnitten. Ja, beim Rasieren. Ich konnte nirgendwo einen Spiegel finden. In diesem Schloss gibt es keine Spiegel. Es ist nur ein Zeichen menschlicher Eitelkeit. Sie sollten sich damit vorsehen. Was haben Sie dort an Ihren Hals? Ein Kruzifix. Die Frau des Wirts in Bistritz gab es mir, als sie hörte, dass ich nach Transsilvanien reise. Wie ich Ihnen schon sagte, wir sind doch Freunde. Abergläubisches Freunde. Meinen Sie, wir finden einen Moment Zeit, uns Ihre Verträge anzusehen? Junger Freund, lassen Sie sich einen Rat geben. Schlafen Sie in keinem anderen Raum dieses Schlosses, außer in Ihrem eigenen Zimmer. Sollten Sie müde werden, ziehen Sie sich unverzüglich in Ihr eigenes Gemach zurück. Nicht für die Folgen verantwortlich, wenn Sie nicht auf mich hören. Vielen Dank, das werde ich. Schlafen Sie wohl, junger Freund.
Ah!